Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es wieder ein weiteres Let's Play Burning Crusade Classic. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen Silbermond angeschaut, die Hauptstadt von den Blutelfen. Und wir werden heute hier den Paladin ein bisschen weiter leveln. Und in dem heutigen Video werde ich euch mal eine kleine Real-Life-Story erzählen. Und zwar werde ich habe es im letzten Video schon leicht angefangen, ja, die von euch, die das letzte Let's Play bis zu Ende geschaut haben, die werden schon von der LAN-Party ein bisschen was gehört haben. Und heute möchte ich mal quasi von der LAN-Party berichten, die einfach so echt absolut eins meiner geilsten Erlebnisse war, die ich hier auf einer LAN-Party hatte. Und genau, da will ich heute einfach mal ein bisschen drüber erzählen, während wir hier entspannt durch das Blutelfengebiet wandern. Wir haben hier noch eine Quest hier unten, die wir annehmen können, die wir machen können. Und dann sind wir quasi wirklich auch schon in dem Kerngebiet der Blutelfen fertig und sind dann quasi hier schon auf dem Weg in die Geisterlande. Das sind quasi so die, ja, der sag mal, untere Bereich, der dann quasi hier direkt dran mündet an das Hauptstartgebiet. Genau. Ja, ich hatte die Story im letzten Video schon ein bisschen angeschnitten. Und zwar hatte ich davon berichtet, dass wir quasi auf einer sehr, sehr großen LAN-Party waren. Tatsächlich auf der allergrößten LAN-Party, auf der ich je war. Da waren 100 Leute. Wir hatten uns dafür angemeldet, wir hatten dafür gezahlt. Wir waren mit 3 Leuten da. Und es ging primär darum, Counter-Strike 1.5 war es meiner Meinung nach zu spielen. Also es war so eine typische Counter-LAN. Kennt ihr vielleicht noch von früher? Da hat dann auch ein großes 5-on-5-Turnier stattgefunden. Und da konnte man auch Preisgelder gewinnen. Das war in so einem Art Ruder-Club am Allersee in Wolfsburg. Und dort konnte man auch quasi eine Tombola mitmachen. Also es war wirklich schon sehr professionell organisiert. Das war so in der kompletten oberen Etage von diesem Vereinshaus, kann man sagen, haben die da um die 100 Leute untergebracht. Das war schon echt eine krasse Geschichte. Und ich hatte es im letzten Let's Play erzählt, dann war das Problem so ein bisschen, dass man damals für Counter-Strike, wenn man es offline spielen wollte, musste man einen Haken quasi aktivieren bzw. deaktivieren, damit man es offline spielen kann. Die Counter-Strike-Spieler unter euch wissen es vielleicht noch. Das war sehr, sehr lange so, dass man in Counter-Strike einen, also im Menü, in den Einstellungen, einen Haken aktiviert haben musste, damit man das Spiel auch offline spielen kann. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, warum auch immer man das irgendwie da aktivieren musste, keine Ahnung. Und diesen Haken hatte ich eben vor der LAN aktiviert. Wir sind wieder angekommen, haben ausgeparkt, haben uns quasi darauf gefreut, da mitzumachen und auf das Turnier gefreut. Und dann konnte ich aber das Spiel nicht offline spielen. Und dann haben wir herausgefunden, dass Counter-Strike das mittlerweile geändert hatte, vor ein paar Wochen vorher quasi, dass man den Haken nicht aktiviert haben durfte, damit man das Spiel offline spielen kann. Ja, und das hat dann eben dazu geführt, dass ich auf dieser LAN war und mega Bock hatte, bei dem Turnier teilzunehmen, es aber einfach nicht konnte, weil dieser gottverdammte Haken aktiviert war und es auf dieser riesigen LAN mit hunderten von Leuten kein Internet gab, ja. Und deswegen haben wir uns dann quasi aufgemacht. Das hatte ich, wie gesagt, im letzten Let's Play schon erzählt. Und habe meinen Rechner abgebaut und so weiter, weil ich halt unbedingt, Leute, ne, unbedingt bei diesem Turnier mitmachen wollte. Und sind dann tatsächlich erst zu meiner Oma gegangen mit dem Rechner und wollten dort ins Internet und wollten dort den Haken quasi deaktivieren, damit ich offline spielen kann auf der LAN. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir uns quasi von meiner Oma noch zu meinem Kumpel fahren lassen und deren Bruder war dort gerade am Spielen online. Der hat dann quasi schon seine Peripherie für mich vorbereitet. Dann haben wir kurz nur meinen Rechner an seine Tastatur und so weiter angeschlossen. Wir sind kurz online gegangen und haben dann den gottverdammten Haken deaktiviert, damit ich dann auf der LAN quasi ja bei dem Turnier mitmachen konnte. Weil darum ging es halt irgendwie so, ne? Also sonst hätte ich quasi auch Counter-Strike hätte ich auch zu Hause spielen können online, ne? Man wollte dann immer quasi bei dem Turnier mitmachen. Und meine Oma hat uns dann quasi noch zurück zur LAN gefahren. Und dann dadurch, dass wir relativ früh schon angekommen sind und das dann relativ früh schon bemerkt haben, haben wir, glaube ich, so um 8 Uhr oder 8:30 oder ich glaube so um 8 Uhr oder Viertel nach, ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, es wurde gerade so dunkel und sind rechtzeitig noch angekommen, bevor das Turnier losging, konnten uns noch eintragen und so weiter und konnten auch noch Teammates finden. Darum soll es primär in dem heutigen Video gehen.
mit, genau, warte mal, Momentchen mal. Kopf von Häuptling. Das ist der hier, ne? Okay, ja. Und konnten quasi da dann noch uns Teammates organisieren, genau. Und in dem heutigen Video möchte ich mal so ein bisschen drüber sprechen, was wir da für Teammates bekommen haben, beziehungsweise was wir dann in diesem Turnier erlebt haben. So, muss ich mir erstmal kurz hier eine Runde healen. Also, zur Erklärung mal. Unser absolutes Main-Game zu dem Zeitpunkt damals war Counter-Strike 1.5. Später 1.6 dann auch, haben wir auch sehr intensiv gespielt, aber unser absolute Prime-Time auch in Counter-Strike, würde ich sagen, war in 1.5 am Anfang. Und der eine Kumpel, mit dem ich war, da war, der war sehr, sehr gut, sehr, sehr guter Spieler. Ich war auch gut in Counter-Strike, aber nicht so gut wie er. Aber auch schon, hatte eigentlich ganz gutes Aim und war eigentlich auch ganz gut im Game. Und der dritte, mit dem wir da waren, ich überlege gerade, wer war denn nochmal der dritte? Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, wer der dritte war. Aber ich bin der Meinung, der dritte, der dabei war, war auch nicht so mega gut. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer es war. Also entweder es war einer, der nicht gut war, oder es war auch einer, der relativ gut war. Ja, auf jeden Fall, wir waren quasi so 2,5 gute Leute, kann man sagen, in dem Team. Und ein Counter-Strike-Match hat halt immer aus 5 Leuten, also 5-on-5, bestanden. Das heißt, in dem Moment, wo man eben dann... Warte, was müssen wir denn hier noch annehmen oder was? Müssen wir hier noch rein? Ich will irgendwie was... Ach so, hier muss ich noch... Ah, okay. Ah, okay, perfekt. Nee, dann haben wir die angenommen. Und können auch schon wieder abgeben gehen. Hier sieht man auch schon, ne, ein bisschen die Einflüsse von den Trollen hier. Wenn er auch zu Laman hier unten kommt, das ist von der Lore auch dann so gedacht, denke ich mal. Und ja, wir wollten halt bei dem 5-on-5-Turnier mitmachen und brauchten halt noch 2 Mates, so. Und dann, ich glaube, genau, und deswegen bin ich mir auch relativ sicher, dass der dritte, den wir noch dabei hatten bei der LAN, schon gut war, aber halt nicht so ein mega guter Spieler. Und ich meine, der hatte nämlich 2 Freunde, die zufällig auch noch auf der LAN waren. Die kannte er irgendwoher. Und die hat er dann rangeholt, ne? Weil wir haben überlegt, scheiße, wir brauchen 2 Leute, wir wollen unbedingt da mitmachen, egal wer das ist, so, ne? Egal wie gut die sind, so Hauptsache wir können mitmachen. So. Und es ist halt wirklich sehr bitter, weil wir eigentlich noch 2 andere Freunde hatten, die sehr gut waren beide, aber die beide keine Zeit hatten an dem Wochenende, die beide nicht mitmachen konnten. Und wenn die mitgemacht hätten, dann wäre es eine ganz andere Nummer gewesen, dann hätten wir, glaube ich, auch viel besser performt und wären auch viel weiter gekommen in dem Turnier. Auf jeden Fall, die waren nicht da. Und dann hat er der eine Kumpel seine beiden Kumpels da geholt. Und es war so. Also müsst ihr euch vorstellen, man ist am Anfang auf der LAN angekommen. Und da waren halt überall Tische. Ein paar waren schon so von den Admins belegt oder so. Oder von den Leuten, die halt schon sehr früh da waren. Aber die meisten Tische waren halt einfach so frei. Sehr große Tische, wo man halt sich ransetzen konnte. Und die Teams, die quasi wirklich, also halt wirklich einige Leute in richtigen 5-on-5-Teams angekommen, haben sich dann halt immer in ihrem 5er-Team halt auch hingehockt an den Tisch, ne, ist ja logisch. Und wir waren ja nur zu dritt, waren dementsprechend dann auch zu dritt an unserem Tisch. Und die beiden anderen, die in unserem Team waren, waren also quasi auch gar nicht an unserem Tisch, sondern die waren irgendwo anders halt, bei ihren Freunden so. Aber die beiden haben halt von denen irgendwie noch einen Counter gespielt und wollten dann quasi bei uns im Team mitmachen. Hatten aber auch noch kein Team. Und die waren dann quasi einfach nur froh, dass wir halt überhaupt Leute gefunden haben, ne, für unser Team, so. Und dann war das so, dass wir die gefunden haben und die waren auch echt mega korrekt, so, ne, das war echt richtig lustig, so, und wir konnten halt aber dann nur mit denen über Voice reden. Ich glaube, das war Teamspeak, es muss eigentlich Teamspeak gewesen sein. Wir sind quasi auf der LAN ins Teamspeak reingegangen, was sowieso auch alle gemacht hatten, weil es quasi so laut war. Aber wir konnten dann quasi nicht direkt neben denen chillen, sondern die waren an ihrem Tisch und wir waren an unserem Tisch, so. Und dann hat das Turnier angefangen. So, und dann haben wir relativ schnell gemerkt, okay, die beiden Kollegen, die wir da im Team haben, die können Counter-Strike spielen, die haben schon auch, können, wissen schon ein bisschen, was abgeht, aber es sind jetzt nicht so die allergrößten Pros, sage ich mal, ja. So was Taktiken angeht und was auch Ansagen angeht und gemeinsame Dinge so zu machen, war es dann schwierig so. Und
Ja, der eine, weißt du, der war relativ gut mit der AWE so, also mit der AWP, mit dem Sniper. Den haben wir dann gesagt, ja, hol dir eine AWE, stell dich irgendwo hin so. Und der andere hat eigentlich mehr oder weniger dann nur so Scheiße gebaut, ja. Also der hat dann irgendwie einfach, also der ist halt also mitgekommen, aber hat halt nicht so viel geschnallt, sag ich mal so. Und es war dann halt so, die beste Szene war dann halt wirklich, also es war dann relativ schnell absehbar, dass wir quasi schon ein paar Games vielleicht holen können gegen ein paar Teams so, aber das halt mit dem Team ging halt nicht so viel, ne, weil wir waren null eingespielt und die beiden haben dann wirklich, waren einfach nicht so gut. Und da war es so, dass das erste Team, auf das wir getroffen sind, meine ich, haben wir sogar, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ne, ob man irgendwie Runden holen musste oder ob mehr, ich weiß nicht genau, wie das halt war. Aber ich bin der Meinung, wir sind quasi nicht direkt rausgeflogen, sondern wir haben tatsächlich mit, obwohl wir quasi zwei Leute dabei haben, die eigentlich fast gar nichts gerafft haben, haben wir das erste Team besiegt, bin ich der Meinung, und sind quasi eine Runde weitergekommen. Irgendwie so war es, glaube ich. Und ich meine, dann das nächste Game haben wir dann knapp verloren. Und dann sind wir, glaube ich, ins Losers Bracket gerutscht. Genau. Und also Losers Bracket ist quasi, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie die Regeln waren, aber es war dann irgendwie so, dass wenn man immer nur gewinnt, dann bleibt man halt im Winners Bracket und dann irgendwann ist man im Finale. Und wenn man einmal verliert bei dem System, dann ist man quasi ins Losers Bracket und wenn man da dann im Losers Bracket nochmal verliert, ist man raus. Und wenn man da aber immer wieder gewinnt, ist man auch irgendwann im Finale. Ja, irgendwie so. Und dann sind wir ins Losers Bracket so. Und dann hatten wir quasi ein finales Game für uns dann quasi im Losers Bracket, wo es quasi hieß, alles oder nichts. Das heißt, wenn wir das verlieren, waren wir endgültig raus aus dem Turnier. Und das Game haben wir dann angefangen und es war die Map Inferno. Das heißt noch ganz genau. Ja, die Counter-Strike-Spieler von euch kennen Inferno, die gibt es auch immer noch im aktuellen Counter-Strike. Das ist so ein All-Time-Klassiker einfach, den gibt es immer noch in neueren Versionen und so weiter. Und damals in Inferno gab es so, ich weiß auch jetzt die Bezeichnung nicht mehr so genau, aber es war der Teppichgang, nannten wir den, glaube ich, irgendwie. Das war so ein kleiner Gang. Reißt nach Morgenluft. Wo ist Morgenluft? Da, okay, ja, machen wir doch gerne, kein Problem. Immer kurz verticken. So. So, wir waren also auf Inferno und wir waren wir waren Terroristen. In dem Fall in Counter-Strike. Und es war wirklich die entscheidende Runde. Das muss ich vorstellen. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber es war auf jeden Fall die entscheidende Runde dann. Und als also Terrorist in Counter-Strike ist ja so, man muss die Bombe legen. Und wenn die Bombe explodiert, hat man die Runde gewonnen. So. Und es lief relativ gut. Wir hatten die Runde vorher geholt, glaube ich. Und es war dann für uns die entscheidende Runde. Und es war klar, wenn wir die verlieren, dann ist entweder direkt raus so, oder also haben wir direkt verloren, das komplette Match. Oder dann haben wir sehr schlechte Karten, weil wir dann quasi kein Geld mehr haben und nur noch Pistolen und so. Irgendwie so war es. Ich glaube, aber es war tatsächlich die finale Runde, die entscheidende Runde so. Und dann war es so, wir gehen Richtung Teppichgang. Das ist ein kleiner Gang auf der rechten Seite von der Map, wo man durchrushen konnte auch, wo man aber auch langsam durchschleichen konnte. So. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich bin der Meinung, wir haben uns entschieden, durchzurushen, durch den Teppichgang. Also komplett, ich weiß nicht, welcher Bombspot es war, der ist B oder A, ist keine Ahnung, schreibt es mir in die Kommentare, ich weiß nicht mehr. Wir sind quasi durch den Teppichgang durchgerusht und die Key-Szene war, ja, aber man will natürlich dann, wenn man da durchrusht, dann will man halt, da muss man an gewissen Orten Blendgranaten werfen, es muss schnell gehen, alle müssen raffen, was man macht. Und man darf sich gegenseitig behindern und so weiter und halt dann schnell auch den Bombspot erreichen und den sichern halt, dass man da die Bombe planten kann, so. Und wir sind halt ohne Scheiß, wie war denn das nochmal? Ja, genau. Wir sind in den Teppichgang rein und dann war es so, ich habe eine Blendgranate geworfen
Glaube ich, ich habe eine Blendgranate geworfen irgendwie. Und eine, und irgendwie eine andere, eine HE, also eine Explosivgranate. So. Und einer an unserem Team hat sich dadurch so erschreckt, dass ich die Granate geworfen hat irgendwie. Oder irgendwie, man hat irgendwie feindliches Feuer gehört oder so, irgendwie so. Oder die haben gegen die Wände schon geschossen und so. Auf jeden Fall, der eine hat wirklich, wir waren alle mit 3-4 Leuten in diesem Gang drin. Ich glaube, einer ist irgendwie noch durch die Mitte oder so. Wir waren, nein, danke. Gilde Isengard. Oh, ja, gehen wir mal rein, ne? Mal gucken. Wir waren in diesem Gang drin und der eine aus meinem eigenen Team, also einer von den beiden, die sich uns angeschlossen hatten, dreht sich um und gibt mir einen Headshot. Ja, das ist so. Das ist so der Key-Moment, Leute, in dem wichtigsten Game in Inferno, der letzten Map, wo es quasi entscheidend war, ob wir weitergekommen wären oder nicht, hat sich ein Teammate von mir umgedreht und mir einen Heady gegeben. Und mich dadurch quasi aus dem Spiel entfernen. Ja, also deswegen ist es quasi auch, also scheißegal, ob er das quasi jetzt gemacht hätte oder nicht, ne? Aber daran kennt man schon, wir wären sowieso dann irgendwann rausgeflogen, ja, da waren halt wirklich auch gute Teams noch dabei. Aber das werde ich nie vergessen, wirklich, wie ich in diesen Teppichgang reingehe, irgendwie die Granate werfe, die Gegner waren geblendet und HE kam auch, es lief eigentlich gut. Und dann gibt mir mein eigenes Teammate gibt mir einen Headshot. Das war dann schon eine sehr besondere Situation, wo ich mich da auch leicht geärgert habe tatsächlich. Und ich meine auch, es war dann noch so, dass irgendwie in dem gleichen Game auch noch der andere Teammate, den wir dabei hatten, also den wir quasi da erst kennengelernt hatten auf der LAN, auch noch mit der Sniper auch noch einen von uns ausgeschaltet hat. Ich glaube, wir hatten sogar zweimal Friendly Fire in einem Game. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja, aber auf jeden Fall hat dieser Headshot stattgefunden. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wir haben dann die Runde dementsprechend verloren und sind dann auch aus dem Turnier ausgeschieden. Ja, aber das war echt so ein Moment, muss ich sagen. Das ist irgendwie so geil, ne? Das sind so diese Momente einfach, wo man so immer dran denken wird, weil das so wichtig war irgendwie, ne? Das war so Counter-Strike und man wollte es ja so beweisen irgendwie und hat versucht und so. Und das waren so die Momente, da haben wir noch Monate, Jahre lang, heute noch, reden wir da noch drüber, ne? Das sind so die Erfahrungen, die man gemacht hat einfach. Und oft sind es irgendwie auch ironischerweise die Dinge, die nicht geklappt haben oder die irgendwie total chaotisch liefen und total dämlich waren, die schönsten Dinge im Leben, so, ne? Das ist irgendwie auch voll interessant eigentlich, dass es so ist, so, ne? Warum ist das eigentlich so? Warum sind die Dinge, die fehlschlagen oder die nicht laufen oder die man, wo man hinterher trauert, oft die, wo man drüber redet, ne? Das ist irgendwie auch so, auch irgendwie komisch, warum das ist. Das ist auch, habe ich auch mit anderen Dingen so. Und ja, Leute, das war die Story, ey, werde ich nie vergessen, wirklich, wie ich da den Headshot bekommen habe, aus dem Turnier geflogen bin und einfach nur dachte, Digga, ey, kann nicht sein Ernst sein, ey. Ich meine auch, mein einer Kumpel hat, ich glaube, man konnte damals auch schon so eine Art Replay oder so speichern von dem Game. Ich glaube, der hatte das sogar relativ lange noch auf seinem Rechner gespeichert. Vielleicht hat er sogar diese Aufnahme davon noch oder so, keine Ahnung. Aber das war schon sehr besonders, ey. Oh mein Gott, das war echt. Ja, das war schon eine besondere Erfahrung. So, jetzt sind wir auch schon am Rande zu den Geisterlanden, wo wir dann quasi das nächste Let's Play starten werden und uns dann so langsam auch dem Ende der Blutelfen-Gebiete hier nähern. Ne? Hier unten haben wir dann schon die östlichen Pestländer, von daher, ich denke mal, hier werden wir noch auf einige Trolle treffen und mal gucken, was man hier alles so vorfinden wird. Aber das geht dann im nächsten Let's Play weiter, Leute. Ja. Ich hoffe, euch hat diese kleine Story hier über die LAN gefallen heute. Ich habe noch viele, viele weitere LAN-Geschichten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn euch diese Real-Life-Stories gefallen, wenn ich davon mehr machen soll, muss ich wirklich sagen, also Leute, wir haben Dinge auf den LANs erlebt, ne? Also bin ich wirklich auch sehr dankbar, dass ich, obwohl ich eigentlich damals so zu meiner Jugend ein sehr introvertierter Mensch war auch, durch diese LAN-Partys auch immer gezwungen wurde, wirklich auch auf Events zu gehen und auch Sachen zu machen und rumzukommen und so weiter, neue Leute zu treffen. Also so viele kranke LANs in irgendwelchen Kellern bei irgendwelchen
Leuten gehabt. Es war schon eine geile Zeit, eigentlich auch im Nachhinein. Auch wenn es immer mit sehr viel Stress und Hin- und Herschlepperei verbunden war, hat sich das doch irgendwie alles immer gelohnt im Nachhinein, ja. So, Freunde, ich würde sagen, ja, wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Let's Play. Mal gucken mittlerweile, wenn ihr das hier seht, das Video, haben wir es ja wahrscheinlich auch schon Juli, vielleicht schon August. Ne, wir haben wahrscheinlich schon August, ne, wenn ihr das Video hier hört. Ich habe gerade das alles aufgenommen und bin wirklich mal gespannt und freue mich auch schon drauf, wenn ihr das Video hier dann zu hören bekommt. Und ja, schreibt mir gerne mal eure witzigsten LAN-Geschichten. Ohne Scheiß, das ist immer eine gute Idee. In die Kommentare, Leute. Was habt ihr auf euren LANs erlebt? Dann mache ich vielleicht hier nach mal ein Video, wo ich mir eure LAN-Geschichten alle anschaue und dann mal drauf reagiere. Oder wir machen mal einen Livestream, wo wir mal auf die LAN-Geschichten reagieren. Ja, das wäre mal geil irgendwie. Was wir dann auf Twitch machen, schreibt mir gerne mal eure LAN-Geschichten in die Kommentare rein. Was habt ihr für eine kranke LAN erlebt? Was war der krasseste Shit? Was habt ihr da erlebt? Mit welchen Leuten wart ihr da? Was war da los? So was ging nicht? Wie viele Leute waren da? Wo hat die stattgefunden? Wie alt wart ihr? Das würde mich wirklich mal interessieren, Leute. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, mal gucken, wo man sich sieht im nächsten Let's Play oder auf Twitch vielleicht nochmal wieder. Mal schauen, wo ich dann zu dem Zeitpunkt sein werde, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer DieFeiler. Ciao, ciao.